Schönen guten Tag und recht herzlich willkommen hier im Kanton Luzern. Und zwar zu einem weiteren Video von der Immo Anker Collection. Und zwar, liebe Leute, wir befinden uns hier im Kanton Luzern und zwar Beromünster, 6600 Einwohner. Wir haben hier ein freistehendes Einfamilienhaus mitten im Dorfkern. Die Aussenarbeiten müssen noch fertiggestellt werden, Innenarbeiten sind gemacht worden. Und dementsprechend, wegen dem sind wir hier, möchte ich das präsentieren, bevor das Haus ist weggegangen. Ich stelle euch heute hier vor ein sensationelles Haus. Und zwar auf vier Etagen. Das Haus ist trendig, das ist hippie, das ist stylisch, das ist jung, das ist modern. Liebe Leute, lasst euch überraschen. Bitte schön! Hey, voilà! Recht herzlich willkommen! So, wir befinden uns hier schon bereits beim ersten Highlight von diesem Haus. Und zwar schaut mal die Grösse. Wir haben einen riesengroßen Eingangsbereich. Auf deiner rechten Seite, Christoph, haben wir den Keller. Auch der ist riesig. Hier haben wir ebenfalls genügend Platz und Stauraum. Und wenn wir jetzt hier in den Technikraum hineingehen, wir haben hier Boiler, wir haben die Wärmepumpe mit einer Erdsondenheizung. So, wir gehen direkt hier jetzt in die erste Etage. Christoph, gehst du voraus? Perfekt. So, Deli. Ich weiss nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Schaut mal den Boden an. Wir haben wunderschöne gelte Eichen mit einer extrem schönen Holzstruktur. Das Haus, liebe Leute, ist komplett Beton und Bachsteine aufgezogen worden mit einer Außenisolation von 20 cm. Wir haben Energiewerte hier von sage und schreibe einem Energiehaus. Also auch hier absolut auf dem höchsten Standard. Denn wir befinden uns jetzt hier im Wohnbereich. Hier der Wohnbereich, auch hier lässt keine Wünsche offen. Und zwar als Treffpunkt für Familie, als Highlight bei jeder Party. Die offene Kochinsel mit Gerätschaften von Franken, Vollzug. Ebenfalls haben wir hier Vollzug-Abwaschmaschinen, wir haben Backofen, wir haben unglaublich viel Stauraum. Wir haben ganz grossen, jetzt musst du ein bisschen über, perfekt, Kühlschrank und Gefrierer. Und liebe Leute, wir kommen zum nächsten Highlight. Aufpassen. Der riesengroße Schrank, wo man meint, das sei ein Schrank. Sesam, öffne dich. Ist es Retri. Wir haben durch die Anordnung der Fensterfronten, auch hier seht ihr das extrem leicht durchflutete Wohnbereich. Die grosse Glasfront hier, die direkt in den Garten geht, es tut mir leid, die Umgebungsarbeiten, die müssen noch gemacht werden. Wie gesagt, der Wohnbereich hier ist jetzt gerade frisch fertiggestellt worden. Und zwar, wir haben hier den Aussenbereich im Übrigen ausgerichtet gegen Süden. Das heisst, man hat natürlich hier die maximale Besonnung. Ideal
zum Sünneln. Im Übrigen, das Haus hier, denke ich, ist perfekt für eine junge Familie, vielleicht mit Kind. Warum? Auf der anderen Seite hier befindet sich gerade Kindergarten und Schule. Das heisst, der Kindergarten-Schulweg ist dementsprechend sehr angenehm. Wir haben den Umschwung hier klein, aber fein. Das heisst, für jemanden, der gerne seinen eigenen Garten hat, der eine wunderschöne Lounge kann in die Decke stellen, aber wie gesagt, nicht zu viel Gartenarbeit tätigen. Ist das hier perfekt? So, wir gehen wieder rein. Und zwar, wir kommen zum nächsten Highlight von diesem Haus. Im Übrigen, ihr seht, hier ist extrem viel Wert auf Qualität gelegt worden. Die werden hier nur die höchste Qualität Verbauungsarbeiten alles zusammen finden. Und zwar, das nächste Highlight, liebe Leute, ist hier unsere Nasszonen, beziehungsweise wir fangen an mit einem kleinen Gäste-WC, ebenfalls mit einem eigenen Fenster. Wir gehen einen Stock weiter rauf. Etage Nummer 3 von diesem Einfamilienhaus. Ich meine schon nur die Idee, schon nur wie das tönt. Ich wohne im Einfamilienhaus auf 4 Etagen. Ah, du meinst ein Mehrfamilienhaus? Nein, ein Einfamilienhaus. Dann gut, oder? Mit hier 2 grosszügigen Zimmern. Ob Schlafzimmer, Büro oder Wohlfühl, Fernseh oder Spielzimmer, was das Herz begehrt. Und hier, und jetzt kommen wir wirklich zum Highlight. Liebe Leute, schaut mal die wunderschöne Nasszelle an. In den sämtlichen Nassräumen sind die Fensterfronten mit Milchglas versehen. Einen Stock wieder rauf. So. Und stopp, Christoph, halt. Warum sage ich halt? Ganz einfach. Wir befinden uns jetzt gerade in der 4. Etage. Mitten im Dorfkern, 4. Etage. Was könnte das bedeuten? Schaut mal die Aussicht an. Und wir sind noch ganz oben. So. Auf der 4. Etage. Hier finde ich ganz interessant diesen Raum hier. Warum? Ich persönlich würde das hier als Büro verwenden. Warum Büro verwenden? Ganz einfach. Freigeist braucht ab und zu ein bisschen Luft. Und für Luft mit dieser Aussicht hier, schade, haben wir nicht wunderschönes Wetter. Man sieht hier so extrem weit. Und wie gesagt, wir sind mitten im Dorfkern. Die Anbindungen, öffentlicher Verkehr, Einkaufsmöglichkeiten, alles zusammen in unmittelbarer Nähe. Und jetzt, liebe Leute, gehen wir zum Master-Schlafraum. Und hier auch hier, wir haben eine ganz tolle, schöne Grösse. Auch hier mit einem 360, das ganze Haus hat einen 360 Grad Panorama-Ausblick. Unter der Anordnung der Fenster haben wir eine sehr gute Besonderheit. Das heisst, das Haus ist extrem leicht erflutet. Ebenfalls mit dem eigenen Nassbade und Wohlfühlraum. Ich weiss nicht, ob ich schon erwähnt habe, im ganzen Haus hier ist selbstverständlich jede Front mit elektrischen Rollläden, sprich Storen, versehen. Also hier kein Ziehen, kein Kurbeln, nichts. Zusammengefasst heisst, wir sind auf knapp 400 Quadratmeter mit 160
Quadratmeter Nutzfläche, 140 Quadratmeter Wohnfläche in einem Objekt, das keine Wünsche offen lässt. Das heisst, es bietet alles. Wir sind nah, zentral. Wir haben sämtliche Einkaufsmöglichkeiten hier vor Ort. Wir haben Verkehrsmittel, die Anbindung an Grossstädte wie Luzern. Wir sind nahe von Zürich, alles zusammen Sursee schön, zum Spazieren, zum kleinen See gehen. Alles zusammen hier ist gewährleistet. Liebe Leute, ich freue mich extrem, das Objekt hier persönlich euch zu offerieren. Mit diesen Worten, bis gleich.